Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge meines Podcasts Endlich Ich. Ich bin Katja Demming, psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Beziehungen herauszuholen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Anstelle eines Podcasts möchte ich dir heute eine Detox-Meditation anbieten. Und ich möchte dich gleichzeitig darauf aufmerksam machen, wie wichtig Meditationen für dein aufgeregtes hormonelles System sind, wie du nämlich mittels Meditationen eine Ruhe bekommst und ja, eine neue Ausrichtung, sodass sich mal vorübergehend, wenn vielleicht auch nur für kurze Zeit, dein Alarmsystem etwas, ja, beruhigen kann, runterfahren kann und du etwas Entspannung bekommst. Wie wichtig Meditationen sind im Heilungsprozess von toxischen Menschen nach narzisstischen Beziehungen, betone ich immer wieder. Und ich möchte hier heute darauf aufmerksam machen, dass ich etwas ganz Tolles für dich im Angebot habe. Und zwar möchte ich dich vorbereiten, wenn du bereit bist, einen neuen Weg zu gehen, wenn du wieder mehr Selbstbewusstsein haben möchtest, wenn du loslassen willst, wenn du Kraft sammeln willst, wenn du Tools an die Hand bekommen möchtest, wenn du getragen werden und unterstützt werden willst, dann komme doch in meine Telegram-Gruppe Toxenfrei. Die gibt es im Februar. Und zwar vom 19. bis zum 25. Februar sind wir jeden Tag via Telegram miteinander verbunden. Ich gebe Aufgaben, ich gebe Meditationen in die Gruppe tagtäglich und ich gebe euch natürlich auch Antworten auf eure Probleme, auf eure Fragen und zeige euch, wie ihr zu mehr Mut, zu mehr Selbstbewusstsein und zu mehr innerer Stärke und Kraft kommt. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne auf meiner Homepage vorbei, www.katjademming.com und gucke unter Toxenfrei bei meinen Angeboten. Ich verlinke aber auch nochmal in den Shownotes, sodass du direkt zum Angebot kommst. Und ich freue mich, wenn ich dich dann in der Telegram-Gruppe eine Woche lang ganz intensiv supporten kann und du immer mehr über dich hinauswächst. Nun wollen wir aber mit der Meditation starten und eine Bitte habe ich noch. Solltest du vielleicht länger nichts getrunken haben, dann drücke bitte hier nochmal auf die Stopptaste, nimm ein großes Glas klares Wasser und trinke das zunächst, damit einmal dein System von innen durchgespült wird. Und du nachher auch alle Giftstoffe abgeben kannst. Und wenn du wieder zurück bist vom Wassertrinken, dann suche dir jetzt einen ganz bequemen Sitz. Vielleicht magst du im Schneidersitz sitzen, vielleicht magst du dich gerne hinlegen auf ein Sofa oder auf ein Bett. Oder vielleicht möchtest du auch einfach nur auf einem Stuhl sitzen. Das ist alles okay. Es ist alles erlaubt. Wichtig ist, dass du die Position dir suchst, die gerade in diesem Moment am angenehmsten ist für dich. Egal wie oder wo du sitzt oder liegst, bitte lege deine Handflächen nach oben zeigend auf der Unterlage ab oder auf deinen Oberschenkel. Öffne deine Hände für alles, was nun kommt. Dann schließe deine Augen und nimm einen ganz tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Wiederhole das zweimal mehr.
und dann überlass deinem Atem wieder seinen ganz eigenen Rhythmus. Versuche nun immer mehr von außen nach innen zu gehen. Tauche in dich ein und verschließe dich so, als würdest du in deinem Körper sitzen. Spüre, wie dein Brustkorb sich hebt und senkt. Und wenn Gedanken kommen sollten, die dich irgendwie ablenken oder wieder ins Außen rutschen lassen, dann nimm sie wahr, bewerte sie nicht, sei liebevoll mit dir und lass sie einfach weiterziehen. Schiebe sie wie kleine Wolken beiseite. Spüre nun deinen Körper, fühle, wie und wo er überall aufliegt, wie er dich vielleicht trägt und hält. Und so ein großer, wichtiger Teil von dir ist. Und nun schau einmal, wie sich dein Körper heute anfühlt. Spürst du eine Enge im Hals oder eine Blockade oder wie so eine Faust im Magen? Fällt es dir schwer, vielleicht durchzuatmen, weil etwas auf deiner Brust liegt? Oder schmerzt dein Rücken, vielleicht dein Unterleib? Mach mal einen kurzen Check-up, wo du gerade eine Enge spürst. Und wenn du dich auf diese Enge in deiner Brust, am Hals, im Kopf, egal wo, konzentrierst, dann frage dich bitte gerade, was ist das für ein Gefühl? Ist es Traurigkeit, Einsamkeit, Ohnmacht, Angst, Wut? Ausgeliefert sein. Fühl mal rein. Ist es Verletzlichkeit, Schmerz? Und nun nimm dieses Gefühl und beschreibe es noch. Du kannst dir auch vorstellen, als wenn du dieses Gefühl nun aus dem Bauch, aus deiner Brust oder deinem Hals herausnimmst und es vor dir in deine Hände legst. Wie fühlt sich das Gefühl an? Ist es schwer oder leicht? Bringt es so eine Nervosität mit sich, so eine Unruhe? Fällt es dir vielleicht sogar schwer, dich auf dieses Gefühl zu konzentrieren? Sei milde mit dir und gütig und schau dir immer wieder dieses Gefühl, was da vor dir in deinen Händen liegt, an. Ist es wie ein großer Stein oder spitz wie ein Igel? Hat es scharfe Verletzungskanten oder einfach nur eine unendliche Schwere? Wenn du
du diesem Gefühl eine Farbe geben müsstest, welche wäre das? Frag dieses Gefühl in deiner Hand nun, warum bist du da? Was willst du mir zeigen? Und warte auf eine Antwort. Frage das Gefühl, wann es dir oder du ihm zum ersten Mal in deinem Leben begegnet bist. Woher kennst du dieses Gefühl? Aus der Kindheit? Hast du dich da oft nicht gesehen oder verstanden gefühlt? Warst du da oft einsam, traurig, ängstlich? Frag das Gefühl, seit wann es bei dir ist und immer wieder auftaucht. Versuche nun, dich immer wieder an die einzelnen Situationen und Erfahrungen zu erinnern, wo dieses Gefühl in dir entstanden ist. Findest du das Gefühl in letzter Zeit eher häufiger oder schon weniger auftritt in dir? Frag das Gefühl, was du von ihm lernen darfst. Und dann bedanke dich bei dem Gefühl für die vielen Antworten, die es dir gegeben hat. Und jetzt ist es an der Zeit, zurückzugeben. Also frag das Gefühl, was es braucht, damit es sich besser fühlt. Braucht es deine Liebe, dein Gesehenwerden? Braucht es Abstand? Braucht es Frieden und Ruhe? Braucht es Zeit für sich? Braucht es deine Hilfe? Dann versprich dem Gefühl, dass du alles tust, was es braucht, und dass du bereit bist, ihm das zu geben, dass du es hörst, dass du es siehst. Und dann stelle dir für einen kurzen Moment vor,
wie es dir gehen würde, wenn dieses Gefühl nicht mehr länger ein Teil von dir wäre. Dich nicht mehr beschweren und belasten würde. Wie würdest du aussehen? Was würdest du ausstrahlen? Wie würdest du leben und lieben? Welches Gefühl würde stattdessen in dir wohnen? Und dann nimm das Gefühl und stell dir vor, wie du ein tiefes Loch in einen lockeren, lehmigen Boden mit deinen Händen gräbst und dieses Gefühl dort sicher und geborgen an Mutter Erde abzugeben. Und dann stell dir vor, wie ein großer Wasserstrom, so als würdest du unter einem Wasserfall oder einer Dusche stehen, nun über dich kommen. Ganz viel Wasser fließt oben in deinen Kopf hinein und spült die traurigen, ängstlichen, sorgenvollen, schweren und schwachen Gedanken hinunter. Und alle Blockaden und Gefühle im Kopf, im Hals, in deinem Herzen und Brustraum, im Solarplexus und Magen, in deinem Sakral- und Wurzelchakra, in Hüfte und Becken. Hinunter in die Beine, in die Erde weiter gespült und transportiert. Ein klärendes Wasser durchspült und durchflutet dich jetzt und nimmt alle giftigen Erfahrungen, Erlebnisse, schmerzvollen Verletzungen mit sich mit und spült sie durch deinen Körper kräftig aus und du gibst alles wieder über die Füße in den Boden ab. Und du fühlst dich schon viel, viel leichter, klarer, gereinigter. Und dann stell dir vor, wie über deinem Kopf nun eine ganz, ganz helle Sonne mit warmem, goldenem Licht durch deinen Kopf so viel Liebe und Wärme hineinbringt in alle Ecken und Winkel, so viel Liebe, Hoffnung, Wärme, Annahme, Anerkennung, gehalten werden, Geborgenheit, Sicherheit in deinen Körper hineinstrahlt, sodass jede Lücke und jedes Loch, das nun entstanden ist, weil das Giftige in dem Boden abgegeben wurde, erfüllt wird von diesem weiß-goldenen, warmen Sonnenlicht. Und du siehst jetzt, wie dein Kopf komplett strahlt. Jede Zelle
Und dann dein Hals beginnt zu strahlen, dein Brustraum. Du spürst die Wärme in den Armen, in den Händen. Ganz wohlig warm wird es dir im Bauchraum. Und gleichzeitig geht dieses helle Licht weiter durch jeden Muskel, durch jede Sehne, durch jeden Ansatz in deine Beine rein, in die Knochen rein, durch die Knie, in die Unterschenkel, in die Füße und auch heilendes Sonnenlicht wieder in die Erde abgegeben, bis in den Erdmittelpunkt, geheilt und gereinigt. Du wirst gehalten von Himmel und Erde über dieses helle, warm goldene Sonnenlicht. Dein ganzer Körper ist jetzt erfüllt und du spürst, wie du viel höher schwingst, wie du dich sicher und geborgen fühlst, wie du vielleicht lächeln musst und diese wohlige Wärme deines Körpers. Licht durchflutet stehst du nun da, voller Ruhe, voller Entspannung und voller Zuversicht. Du atmest nun noch durch die Nase dieses warm goldene Sonnenlicht tief, tief, tief in dein Herzraum ein. Und du atmest nochmal dieses warme, goldene Licht tief, tief, tief durch die Nase ein, in deinen Brustraum. Und beim dritten Mal atmest du nun dieses warme, goldene Licht ganz tief, 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 tief in deinen ganzen Körper ein. Und du spürst, wie dein Körper dadurch lebendiger wird. Du fängst an, dich langsam zu bewegen. Du merkst diese Vitalität in dir und spürst, dass du so langsam wieder zurückkommst. Und du nimmst nun beide Hände und verschränkst sie in Gebetshaltung vor deinen Herzraum. Und du bedankst dich bei dir für diese Entgiftung. Und du bedankst dich bei dir für diese wohlige Wärme und für die Zeit, die du dir genommen hast, um zu reinigen und zu klären, um dir schöne Gefühle zu geben und dich wieder in deine Stärke gebracht zu haben. Und wenn du soweit bist, ganz in deinem eigenen Tempo, dann darfst du deine Augen öffnen und wieder ankommen im Hier und Jetzt. Ich hoffe, dass dir diese Meditation gut getan hat, dass du etwas mitnehmen konntest für dich. Und bitte, bitte, bitte trink jetzt nochmal ein großes Glas Wasser. Und wenn dir danach ist, dann und du die Zeit hast, dann stell dich auch gerne jetzt unter eine reinigende Dusche und danach cremst du dich schön ein und gibst deiner Nase ganz viele schöne Duftstoffe zum Riechen und ja, pflegst deinen Körper überall mit wohltuenden Cremes und schenke dir dabei ganz viel Geborgenheit. Wenn du vielleicht keine Möglichkeit oder Lust hast, gerade zu duschen, dann koch dir vielleicht einen warmen Tee oder irgendwas anderes, was du gerne trinkst, etwas Warmes. Zünde dir eine Kerze an, nimm eine Decke und genieße noch ein bisschen dieses wohlige Gefühl. In diesem Sinne, alles Liebe für dich, deine Katja.